DMF, die Gamer live aus dem Studio im Hohen Norden. An meiner Seite sind heute Dominik. Moin. Und Marc. Mahlzeit. Wir zeigen euch in Zukunft ein paar aktuelle Trailer, ein paar Gameplay-Eindrücke, ein paar Let's Plays werden auch mit dabei sein. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir mal vorstellen sollen, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ab sofort wird es jeden Sonntag eine Sendung von DMF geben. Heute mit dabei sind Fallout 4. FIFA 16. Wir fangen jetzt direkt an mit dem Fallout 4 Trailer. Da gibt es ein paar richtig schöne Gameplay-Szenen und da darf man gespannt sein. Am 10. November erscheint Fallout 4 für den PC und für die Konsolen. Peggy 18. Ja, Fallout 4, wie bereits erwähnt, wird am 10. November 2015 für PC und Konsole erscheinen. Es wird im fiktiven Boston spielen, beziehungsweise nicht im fiktiven Boston, sondern in Boston spielen. Okay. Unser Held kommt hier gerade aus der Vault 111 heraus. Der hat mit seiner Familie zusammen die Nuklearapokalypse überlebt in der Vault. Ja! Er hat's geschafft! Hat er. Das ist der Geilste. Ja. Und wir sehen jetzt hier, wie er die Welt außerhalb der Vault nochmal blickt. Also eine Vault ist halt eine geschlossene Einrichtung, könnte man sagen. Ja. Das Spiel ist halt auch sehr, sehr humorvoll, muss man dazu auch sagen. Also das Spiel wird viel mit Wortwitzen gespielt. Und das Leben in der Vault, es gibt halt einen Aufseher, der hat halt die Übersicht über alles. Man könnte ihn auch Diktator nennen. Wir sehen jetzt aber hier erstmal den Pip-Boy. Der Pip-Boy war auch schon in alten Teilen immer schon gesehen. Und es gibt ein richtig geiles Feature. Man kann sich in der Special Edition den Pip-Boy nämlich auch selber fürs Handgelenk kaufen. Und dann kannst du halt zum Beispiel dein Handy reinklemmen und dann hast du halt live oder siehst du den Pip-Boy, wie im Spiel siehst du halt auf deinem Arm eben. Kannst dann auch die Sachen noch einstellen. Ja. Das ist schon echt ganz cool. Ja. Interagiert das dann mit dem Spiel zusammen? Ja. Ach so, genau. Okay. Interagiert mit dem Spiel. Du kannst dann eben gucken, was für ein Inventar drin hast, wie deine Werte und so sind. Das ist schon echt ganz cool gemacht. Okay. Ja. Die Grafik oder grafisch gesehen extrem schön gemacht. Hammer. Ja. Wir sehen hier auch gleich nochmal unseren Roboter, den Cotsworth. Was ist? Kotze? Ja, ist halt sehr, sehr schwer auszusprechen. Das ist unser Hausroboter. Der hat den atomaren Schlag auch überlebt anscheinend, so wie es aussieht. Und unser Held wird jetzt auch zum ersten Mal sprechen können. So wie Wally. So wie Wally, ja. Stimmt. So wie Wally. So wie Wally, ja. Sieht zwar nicht ganz aus wie Wally, aber... Ja, man kann, also unser Roboter kann uns einen neuen Haarschnitt verpassen, der kann uns Witze erzählen. Auch nicht schlecht. Also eine gute Ehefrau. Ja, es gibt zum Beispiel einen Witz aus dem dritten Teil, da haben wir gefragt, so steht, kommen zwei Atome zu einer Bar hin, sagt der Tisch hier, sorry, nur für geladene Gäste. Wow, versteht ihr, ne? Es gibt auch noch einen tierischen Begleiter, den man die Witze dann wahrscheinlich besser erzählen kann als heute beiden. Die sagen nichts dazu, ne? Nee. Sagen die nur. Und wir können halt den halt mitnehmen und der interagiert mit uns, kann halt auch ein bisschen so Gegenstände looten. Das wird, glaube ich, ganz cool. Der kann auch natürlich Gegner zerfleischen. Ja. Wir sehen jetzt hier das VATS oder das VATS. Damit können wir halt Gegner anvisieren und die kriegen dann zum Beispiel kritisch Schaden, wenn man auf den Kopf drauf zielt oder auf den Arm. Aber auch ein Bullet Time, ne? Ist das denn? Es ist wie ein Bullet Time, ja. Genau, okay. Ist wie ein Zeitung. Wie bei Max Payne damals eigentlich. Da haben wir momentan viele Dinge. So ein Metal Gear hat das jetzt auch. Ja. Nur dass man halt nicht in Zeit, wo wir so springen. Wie sieht das mit den Waffen aus? Haben die da was geändert? Ja, bei den Waffen, du kannst halt aus verschiedenen Waffenteilen ganz eigene Waffen herstellen. Das heißt, also, du kannst halt zum Beispiel dann einen anderen Lauf nehmen, also verlängerten Lauf, einen kurzen Lauf, irgendwelche Sonderteile ranklemmen, also zum Beispiel noch ein Zielfernrohr oder kein Zielfernrohr, nur Kim und Korn und so. Du kannst halt unfassbar viel aus den Waffen halt basteln. Man sieht es ja auch hier an dem Ranger hier, sieht zumindest aus wie ein Ranger. Der hat sich seine Waffe halt auch komplett selber zusammengebaut. Das hat schon ganz cool gemacht. Und du kannst dann auch noch, was man auch noch selber bauen kann, sind halt eigene Hütten. Also du kannst halt dann dein eigenes Haus bauen an verschiedenen, also mehrere Häuser an verschiedenen Stellen und dann kannst du halt Handelskarawanen von A nach B schicken. Okay. Was ist mit den Handelskarawanen, ob du dann mehr Geld kriegst, also diese Nuka-Cola-Coins, ob du dann davon mehr kriegst oder was du dann davon hast, muss man nochmal abwarten. Muss man sich das ja spielen, damit man da irgendwas bauen kann? Oder? Ja, das ist halt im Level Fortschritt. Halt. Du kannst halt dann später, suchst du halt den ganzen Teil zusammen, was du halt brauchst, irgendwie Holz, Metall,
Und dann kannst du eine Hütte bauen. Wir sehen jetzt hier die Power-Rüstung. Und was ich halt interessant finde, ist halt, dass die Minigun sich auch oft heizt. Also die Waffen heizt sich auch. Und jetzt hier vorne ist es halt ein bisschen rot und wird halt heiß auch. Das sind halt so kleine Details, so kleine Feinheiten. Ja, das muss aber auch sein. Das ist realistisch, ja. Ne? Genau, das macht es realistisch. Man sieht auch hier, dass das Holz halt auch noch splittert, zumindest ja, teilweise. Das ist schon ganz cool gemacht. Ja, Raider sind halt, also das ist der Gegner, der jetzt hier gerade getötet wird, sind halt so ein bisschen die Standard-Gegner. Ja, die haben halt die nuklearen Winter sozusagen, das ist der nukleare Winter, der jetzt hier gerade stattfindet, haben die halt draußen verbracht und sind halt auch ein bisschen, also nicht deformiert, aber sind halt schon ein bisschen einfach. Das sind sowas wie Outlaws oder. Das, was wir jetzt sehen, ist so eher Endgegner oder wie? Nee, es ist kein richtiger Endgegner, das ist halt eine Todeskralle, die sind halt extrem stark, das ist halt ein Mutantenwesen. Mhm. Und ja. Das ist halt so ein bisschen, also er läuft jetzt halt hier in die Stadt rein. Also die Todeskreise sind halt auch extrem stark und extrem unangenehm Gegner. Ja, jetzt sehen wir halt hier, dass Boston halt wieder so ein bisschen aufgebaut wurde. Also das wird er in Boston spielen. Plus Ödland. Das ist ein Open World Game. Ja, cool. Das ist auch ganz ja, schön. Und haben die da was Neues wettertechnisch gemacht? Ja, also es wird Regen geben, also es wird auch schneiden können und so. Also da haben die halt das Wettersystem nochmal komplett überarbeitet. Und ja, man darf echt gespannt sein. 10. November. Ja, ich bin gespannt. Geil, geil. Merkt euch das. Ja, merkt euch das. Wir werden es auch spielen. Wir werden auch ein Let's Play draus machen. Auf jeden Fall. Ja, also, bin ich echt gespannt. Das werden wir zocken. Ja, sehr schön. Ja, wie Sie sehen können, für PC, Xbox One, PlayStation 4. Hm. Ja, also für jeden, was dabei. PC-Menschen, Konsolen-Menschen und natürlich auch, ja, Xbox ist ja auch Konsole. Läuft. Ja, sehr schön. Wie gesagt, das war Fallout 4. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu Dominiks Thema, und zwar ist das FIFA 16, und da wollen wir mal den Trailer starten. Hier sehen wir den ersten Punkt, verbesserte Verteidigung, was neu sein wird. Das heißt, die Spieler agieren jetzt als Einheit und machen halt zum Beispiel Räume dicht. Wie hier schön zu sehen, gibt es auch neue Bewegungen, neue Verteidigungsabläufe. Und ja, die Spieler sind ja auch jetzt nicht so träge, wie sie davor waren. Zumindest jetzt in der Verteidigung. Das war jetzt gerade ein Ballverlust, den wir gesehen haben, und da ist der Mittelfeldspieler zurückgelaufen, um den Ball wieder abzufangen. Ne? Genau. Das hätte auch der HSV sein können. Aber gut, war er nicht. Ja, Kontrolle im Mittelfeld. Sprich, das Mittelfeld ist jetzt entscheidender, um Tore zu schießen. Okay. Um den letzten Pass zu bringen oder sonstiges. Wie man hier schön sehen kann. Oh ja. Da ist der tödliche Pass gewesen. Und ja, es ist auf jeden Fall jetzt mehr Torgefahr im Mittelfeld. Also da wird mehr kreiert. Zack. Ja, ich weiß von früher noch auf jeden Fall, das war ja immer alles ein Flankenspiel, ne? Also hat sich das jetzt auch schon verbessert? Ja, zu den Flanken war es auf jeden Fall früher einfacher, dadurch Tore zu machen. Jetzt soll es schwieriger werden. Also die Flanken werden nicht mehr so einfach einfach sein zu machen. Ja, und so wird man halt auch seltener Tore machen. Ne? Finde ich aber gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, da muss man halt mehr auf seinen Skill mit der ganzen Mannschaft auskommen. Ja. Ne? Und das wird auf jeden Fall ja, interessant zu spielen, denke ich mal. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, 24. September ist Erscheinungsdatum, vorbestellt ist. Werden wir auf jeden Fall anzocken, Let's Plays zeigen, und wenn ihr Bock habt, irgendwelche Ultimate Team Geschichten wie zum Beispiel Pack Openings etc. zu machen, würde es mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare hinterlassen würdet. Dann können wir da auf jeden Fall eine Serie starten, denke ich mal. Sehr schön. Ja, das war's doch schon mal sehr gut soweit. Wir haben aber noch, jetzt gemerkt, ich habe jetzt was erzählt zu einem Trailer, Dominik hat was erzählt zu einem Trailer, Marc fehlt ja jetzt noch. Oh. Das heißt, oh ja. Es gibt auch immer eine Überraschung. Ja. Das Beste kommt zum Schluss. Surprise. Surprise. dementsprechend hat Marc jetzt auch was vorbereitet. Und zwar ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, Battlefront 3 angeblich. Nein, es ist Battlefront. Und das wäre der Hammer. Und den schauen wir uns jetzt mal an. So, Battlefront. Bin ich schon mal gespannt. Wann kommt das raus? Am 17. 19.
17 in den USA, 19 in genau, 19 in Germany. Ihr habt euch aber informiert. Ja, wir sind vorbereitet hier, meine Damen und Herren. Das ist jetzt PlayStation 4 Gameplay, was zu sehen ist. Genau. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, ich spiele das mal Eisplaneten Hoden. Klingt wie Hoden. Hoden. Gefrorener Hoden. Gefrorener Hoden. Was ihr beide nicht habt. Eier, wir brauchen Eier. Ja, sehr schön. Ja, wir sehen jetzt hier, also 20 Spieler, glaube ich. Nee. 20 pro Seite, genau. 40 haben sie minimiert. Also leider. Ja. Aber vielleicht macht das trotzdem Spaß. Also vielleicht fällt besser. Besser Überblick. Ich glaube, die haben das auch wegen der Grafikausrüstung ein bisschen gemacht. Kann ich mir auch gut vorstellen. Weil die Grafik ist echt mies. Wenn er jetzt 80 gegen 80 spielen würde, Alter, das würde bei mir doch übelst trocken auf meinem Rechner. Das denke ich auch. Dass sie da ein bisschen daran gedacht haben. Ja. Aber ich denke mal, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Man ist Boden, Luft, da ist überall Action. Guck dir mal die Grafik an, ne? Ja. Von dem Schnee schon alleine. Genau. Da sieht ich auch mit den Schattierungen. Ja, alles. Sehr Hammer. Geil. Also wenn es wirklich so ist, aber wie gesagt, da brauchen wir auch einen neuen Rechner für. Oder einfach nur auf der PlayStation zocken, da muss man sich nichts Neues dann kaufen. Ja, aber ich kann PlayStation nicht. Ich hasse es, ein Gamepad. Ich auch. Ich hasse also Ego-Shooter oder irgendwie sowas, aber ich hasse es. Ich habe euch doch einen Link geschickt, das soll ja bald hier mit dem Spiel rausgehen. Das wäre natürlich geil. Das wäre auf jeden Fall. Ja. Ihr seht es halt hier, also wie Marc schon gerade erwähnt hat, gibt es hier noch ein paar Luftschachten zu sehen. Also man kann dann selber die... Sie haben die Fahrzeuge steuern, außer den AT-AT, der soll wohl selber laufen. Leider. Ja. Und es wird auch etwas noch nicht geben, ne? Kein Weltraum, Jungs. Kein Weltraum gibt es. Keine Schlachten. Aber dafür Luftkampf. Ja, ne, immerhin etwas. Ja. So den AT-ST, den wir hier sehen, den kann man wohl selber steuern auch. Genau, den kannst du schön steuern. Ja, sehr gut. Und hast du diese Jumppacks und all sowas, also du bist schon mobil, also man kann schon viel machen. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, oben sehen wir auch einen Star Destroyer, wie heißt der nochmal? Hier so eine. X-Fighter? Nee, nee, oben da, den nicht den Sternzerstörer. Ah, nee, fällt mir jetzt auch gerade nicht. Der Nahe. So ein imperiales Flaggschiff halt. Genau. So. Irgendwie sowas. Ja, kommt, das Spiel kommt einen Monat vor dem Kinofilm raus. Vor Teil 7. Ja, vor Teil 7. Ich bin mal ein bisschen gespannt. Ja, eine neue Map soll auch dabei sein, die dann. Den siebten Teil quasi unterstützt schon mal, dass man heiß wird, ne? Ja. Aber drei Maps gibt's nur, ne? Wollt ihr nicht verstanden? Nee. Es gibt acht, oder? Irgendwie vier Planeten und dann insgesamt, glaube ich, 12 sollen das sein. Okay. Und später kommen noch welche dazu. Ja, wahrscheinlich für teuer Geld. Nee, die ersten zwei Planeten oder so, die sollen in zwei Wochen oder irgendwie so später kommen. Ah, okay, ja. Und die jetzt schon vorbestellen, die können, glaube ich, eine Woche vor das denn. Ja, wie bei Battlefield damals. Da kann man ja auch Premium abschießen, dann, naja. Ne, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also wir sehen jetzt hier auch mal die Rebellen-Fighter. Da ist ja auch so, dass halt die ihre Kabel auswerfen können, um den AT-AT zu fangen oder einzufangen, damit die dann auch hinfallen. Das ist, denke ich mal, auch das Ziel. Aber jetzt hast du nämlich, das Kabel ausgeklinkt, jetzt wird das drum gewickelt und dann fallen die. Es sieht ja halt auch mehr nach einem Kinofilm aus, finde ich das, ne, dieses Gameplay. Ja, du spielst quasi diese Szenen nach, ne, vom Teil 4 bis 6, spielst du alles fast so nach, dass man das Gefühl halt hat, auf jeden Fall. Ja. Aber ist auch Hammer. Ja, das finde ich ganz gut. Jetzt haben wir ein bisschen Luftkampf, auch nochmal, so ähnlich wie bei Battlefield auch schon. Das ist ja von DICE, dementsprechend hier haben wir auch... Viel Verbindung dazwischen, ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht die Battlefield-Engine, wahrscheinlich haben die Battlefield-Engine nochmal ein bisschen aufgebohrt. Zumindest wirkt das ein bisschen so. Es sieht halt auch leicht nach Battlefield aus. Ja. Das würde ich dazu auch sagen. Aber wahrscheinlich haben die Engine einfach noch ein bisschen aufgepimpt nochmal. Ist nochmal alles rausgeholt. Ja. Aber es sieht schon richtig mörderisch aus. Ja. Und auch so jetzt dieses Fliegen durch die Canyons da und so. Also ich bin mal echt gespannt, wie das Fliegen so wird. Mhm. Weil Battlefield ist Fliegen ja auch nicht so einfach unbedingt. Nee. Aber muss auch ein bisschen schwer sein. Das auch ein bisschen. Nicht, dass jeder fliegen kann. Ja. Finde ich. Also muss schon so ein bisschen ausgewogen sein. Die nicht fliegen können, fliegen vom Server. Ja. Und weg. Und tschüss. Ja. Einmal gekickt. Ja, schon. Da musst du dich ja auskennen, ne? Ja. Deswegen spielen wir noch Formel 1. Ja. Helden kann man auch spielen. Das ist einfach so ein Schutzschild hier. Da kommt dann von oben der Beschuss gerade runter. Man sieht halt, dass das Schutzschild auch hält. Auch schon ganz cool gemacht. Ja, und man kann Helden spielen. Also das heißt, wenn du halt eine gewisse Anzahl von Fracks hast, dann kannst du einen Helden spielen. Und da sind wir jetzt zum Beispiel jetzt gleich da. Darth Vader. Und Luke. Also Vater und Sohn. Ja. Oh, jetzt haben wir gespoilert. Falls jemand die Teile noch nicht gesehen hat. Nee, aber das war schon ein epischer Feind damals. Also. Und jetzt kämpfen die auch einmal mit einem. Ist schon geil, wie du ja weghaust. Die haben halt Spezialfähigkeiten, die anderen nicht haben. Wie die Macht und halt die Laserschwerter. Genau, sehr schön. Ja. Werden wir auf jeden Fall zocken.
Ja. Werden wir auf jeden Fall zocken, Jungs, wenn das da ist. Das ist ja nicht mehr lang. Nee, lang ist es nicht mehr. Dementsprechend sind wir natürlich gespannt auf euer Feedback natürlich auch. Wenn euch die Show jetzt gefällt, lasst da unten gerne einen Kommentar in die Kommentare stehen. Auch schlagt gerne was vor, was wir mal vorstellen sollen. Lasst gerne ein Like da, lasst auch sehr gerne ein Abo da. In den nächsten Folgen zeigen wir unter anderem Formel 1. Ja. Das spielen wir auf jeden Fall. Und Rainbow Six oder? Genau, da wollten wir nochmal einen Trailer, bevor wir dann die Beta zocken und dann kommt es auch bald raus. Genau, und sonst haben wir auch ein paar andere extra Features noch mit drin. Da lasst euch einfach mal überraschen. Wie gesagt, der Überraschungstrailer Battlefront war jetzt auch schon mal zu sehen. Es gibt jetzt jeden Sonntag eine neue Folge von DNF, die Gamer. Sind wir also gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.